Mein Name ist Helga Balki, bin mittlerweile nun schon 60, habe zwei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Angefangen habe ich mit Sport im Kindergarten, zu DDR-Zeiten praktisch, was mein Geburtsland ist, war ich mal bei der Spartakiade gewesen vom Judo aus, aber mir habe mir nie träumen lassen, dass man da dann eben mal zur Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft fängt, man dann eben halt erst im Alter an. War meine erste deutsche Meisterschaft bei den Sehbehinderten. Danach die erste Paraweltmeisterschaft, an der ich teilnehmen durfte, 2014 in Deutschland. Danach dann in Linz, wo ich dann beide Male dann den ersten Platz belegen durfte. Und jetzt dann in Serbien die erste Para-Europameisterschaft, wo ich auch den ersten Platz geschafft habe. '77 hatte man bei mir MS festgestellt. Ich hatte dann weiter, war in krankengymnastischen Gruppen drin und hatte dann trotzdem meinen Sport weitergemacht, soweit wie mir es da möglich war zu der Zeit. 97 ist es mit meinen Augen schlimmer geworden und dadurch kam dann durch eine retrovulväre Neuritis dann eben praktisch dann zu meinem Sehverlust. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken darüber und habe dann da meine Trainingsphase aufgenommen und habe gleichzeitig rausgesucht, was ich dann sportlich weitermachen kann, um mich abzulenken, weil ich dann auch auf Rente gesetzt wurde. Training, lebenspraktische Fähigkeiten, sprich Stullen, Schmieren, Sachen auseinanderhalten. Nicht, dass ich mit Mickey Mouse Niki durch die Gegend laufe oder so. Als ich das alles konnte, bin ich dann mal ins tiefe Loch gefallen, weil mir das eigentlich bewusst wurde, endgültig, dass man dann bis zu seinem Lebensende eigentlich auf fremde Hilfe angewiesen ist, sprich einkaufen gehen. Die Orcam, die hat mir sehr viel gleich eigentlich und schnell einiges erleichtert, wie eben Texte lesen oder aus Büchern dann eben einiges vorlesen. Der größte Mehrwert von der Orcam ist eigentlich, dass man die Freiheit bekommt, unter Umständen wieder selber einkaufen zu gehen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und bin sehr schnell damit klargekommen. Mehr aus, aus, aus! Kiemen. Das, wenn das nicht kommt, sieht aus wie so ein Blinder da im Supermarkt. Ne? Das sind dann so meine Erfolge, wenn ich es dann endlich schaffe, so dass er denn nichts zu sagen hat.